Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Leute, es ist wieder soweit. Wir haben eine weitere Schmink-mir-nach-Challenge und diesmal mit sehr hohem Besuch mal wieder. Ja, Leute, ich glaube, der Besuch ist irgendwo da ganz oben. Ich kann ihn noch gar nicht sehen. Und zwar haben wir die liebe Carina zusammen mit der lieben Lara. Ja, Lara Loft. Wer sie kennt, der kennt sie. Wer sie nicht kennt, der hat was falsch gemacht. Nee, ich glaube, Lara sollte man mittlerweile kennen. Ich glaube, die hat mal The Voice of Germany sogar gewonnen, ja. Und ist schon jahrelang sehr gute professionelle Synchronsprecherin, YouTuberin, Twitcherin, wie auch immer man das nennen möchte, ja. Ich bin sehr gespannt, weil, das ist das erste Mal übrigens, sehe ich gerade, dass wir nicht bei Ju unten im Keller sind, sondern irgendwo ganz anders, ja. Jack und Sally vereint mit Lara Loft Schmick bei Nacht Challenge, okay. Ich sag mal so, Leute, das Thumbnail sah schon sehr interessant aus. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf das Video, Leute. 16 Minuten. Schaut auf jeden Fall, bevor ihr es bei mir sehen solltet, erst bei der lieben Carina auf dem Push-Art-Channel vorbei. Und ja, schauen wir jetzt rein, Leute. Ich weiß nicht genau. Jack und Sally, sagt mir nichts. Jack und Sally vereint. Wir werden es sehen. Let's go. Und... Naja, gut. Oh, ich liebe dieses Intro. Bestes herzlich willkommen zu einer neuen Schmink mir nach Challenge und zwar diesmal mit der lieben Lara. Ihr werdet sie bestimmt schon kennen. Der ein oder andere von Twitch, YouTube, Fernsehen. Man kennt sie überall. Ja, wir haben sie hier übrigens auch schon auf dem Kanal vorgestellt. Und zwar habe ich ja, letztes Jahr das Painting gemacht zu Frozen 1 und Buddy Painting zum Frozen Film. Und da haben wir nämlich ihren Song mit reingenommen. Denn sie kann unglaublich gut singen. Schaut euch das Video nochmal an. Und wir haben passend dazu, das kommt nämlich jetzt der Film Frozen 2 raus. Ja. Und wer spricht da eine Synchrone? Echt? Lara spricht jemanden bei Frozen, ey, das ist schon krass. Okay, das ist schon cool. Mega geil, oder? Ich freue mich ultra auf das ist cool. Sie spricht einfach mit, voll geil. Ich freue mich mega, ja. Und wir haben gerade schon eine Schmink mir nach Challenge auf ihrem Kanal gedreht. Passend zum Thema, passend zum Thema, ein bisschen herbstlich, winterlich, mega witzig geworden. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Genau, diesmal ist das Ganze ja wieder umgedreht, das heißt, sie wird hier die Vorgabe jetzt geben. Genau. Okay. Oh, das wird gut, Leute, das wird gut. Trennwand, Tom? Sollen wir nochmal die Trennwand zeigen? Trennwand. Ja, zeig nochmal die Trennwand. Die passt hier zum Thema vom anderen Video. Ihr werdet euch alle diesen Film anschauen, okay? Ich habe tatsächlich den ersten Frozen nicht gesehen, Leute. Also hatet mich, wie ihr wollt. Ich habe Frozen 1 nie gesehen. Ich kenne den Song, aber ich habe Frozen nie gesehen, so. Sorry. Mega cool. Und sie spricht einfach mit. Voll geil. So sieht euch nicht, oder? Ja, ne? Nee. Ja. Soll ich schon mal sagen, was das Thema ist? Wenn du magst, ja. Denn meine Idee ist ganz spontan, wirklich spannend. Wir bleiben beim Thema Disney, aber nicht die Eiskönigin 2, sondern es war ja gerade Halloween und es kommt jetzt auch bald Weihnachten. Deswegen machen wir so einen Mix Nightmare Before Christmas. Voll gut. Nightmare Before Christmas kenne ich, glaube ich, auch nicht, Leute. Ich bin auch raus bei Disney, glaube ich. Ich bin raus, Alter. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid. Und passend zum Thema, denn wir wollen... Also, ich habe schon mal gehört. Im Dezember nämlich auch hier wieder Creepy Christmas machen. Creepy Christmas. Richtig gut gewählt von ihr einfach. Okay. Ja, und ich hatte eine kleine Idee. Wie soll ich jetzt einfach schon mal sagen, was wir... Wie fange ich denn an? Hau raus. Was hast du vor? Also, okay, genau. Also, meine Idee ist ein Mix aus Sally aus Nightmare Before Christmas und Jack aus Nightmare Before Christmas. Können wir die einblenden? Ich würde halt, ich weiß nicht, beide aussehen. Die Hälften schminken, aber die eine Sally, die andere Jack. Das klingt sehr gut. Habe ich auch noch nicht gemacht. Ja. Ich glaube, ich habe auch selber noch nie einen Sally oder einen Jack Penny gemacht. Ist einfach dann müssen wir googeln, Leute. Ach, krass. Dann googeln wir ganz kurz, wie die aussehen. Jack und Sally. Da müssten das ja schon kommen. Jack, Sally. Ach doch, das habe ich schon mal gesehen. Ah, ja. Die habe ich schon mal gesehen, die Figürchen. Ja, doch. Ich habe diesen Totenkopf schon mal gesehen. Der wird dann wahrscheinlich Jack heißen, oder? habe ich schon mal gesehen? Also, aber habe das nie gesehen. Ja, gut. Cool. Ja, wollen wir dann direkt starten schon? Ja, okay. Ich würde nämlich jetzt erstmal die Trennwand. Die Trennwand im Gesicht nehmen. Und zwar... Sie macht alles kaputt direkt. Alles! Ah, können wir nochmal die schönen Farben, ihr kennt sie alle, auf deinem Kanal kennen sie alle, aber diese wunderschönen Farben, die ich auch geschenkt bekommen habe, Dankeschön! Das sind echt richtig krass gute Farben, glaube ich, ne? Wenn ich irgendwann mal professioneller Bodypainter werden sollte, was auf jeden Fall in den Sternen steht, dann werde ich mir die auch besorgen. Ja, damit schminken wir jetzt unser Gesicht. Ich würde es mit, ich glaube, mit Grau machen, vielleicht erstmal. Mit Grau, ja.
Oder ist es mit Blau besser? Ich würde es vielleicht mit Blau machen. Und zwar würde ich dann so eine Sally-Farbe nehmen, dieses metallisch, metallic Blau. Ja. Dieses Siva Shimmer. Siva Shimmer, ja. Genau. Und dann nehmen wir so einen dünnen Schimmer. Ich habe gerade Namen, die Farben Pinsel. Einfach. Ja. Da möchte ich mich mit bepinseln. Und dann würde ich einfach von oben nach unten gerade runterziehen. Ganz gerade? Ja. Okay. Keine Dreiecke. Also wir machen quasi ein halbes Dreieck. Einfach oh, mittig, ne? Von oben bis unten oh, zum über die Nase. Genau. Mach das bitte nie wieder, Carina. Wobei, schneidet Tom die Videos? Einer von beiden. Mach das bitte nie wieder. Das sah sehr gut aus. Was ist das passiert? Du kriegst das halt so genau hin. Ich krieg das gar nicht. Ich sehe jetzt erstmal nur die Abtrennung. Die kann ja meistens sogar so ein bisschen ungerade sein, weil das verfilmt sich. Ja, das wird irgendwie schon cool, glaube ich. Und ich glaube, ich würde mit Jack anfangen, auf der rechten Seite. Ich glaube, diesmal haben wir auch wirklich den Fall, dass beides sehr, sehr gut aussehen wird. Und dann würde ich das erstmal alles sehr ähnlich, weiß ich. Machen. Ich glaube, sehr lassen ähnlich. Lassen wir den direkt ganz weiß oder lassen wir direkt was aus für das Schwarz? Also das am Auge. Frage. Ich würde ja mit dem Schwarz einfach drüber malen, aber du bist ja die Expertin hier, ne? Darf aber wenn das, wir eh schon das Schwarz schummeln. Machen, dann lasse ich das meistens eh aus, weil sonst malt man das so doppelt und dreifach drüber. Was? Sonst malt man da so unnötig weiß vorher. Hä? Darf sie überhaupt am Handy sein? Wenn ich darf sie irgendwas nachgucken am Handy gerade? Das ist gegen die Regeln, glaube ich sogar, Leute. Wenn ich so ein Skelett so mache, mache ich das immer so ein offenes Schwarz. Ja. Aber was erzähl ich hier? Mach du. Und du bist ja der. Darf ich meine Augenbraue abschminken? Ja. Macht das Sinn? Oder kann man mit dem Weiß einfach die Augenbraue überschminken? Kannst du auch. Das ist wahrscheinlich so doll deckend. Okay. Also du machst das. Also ich würde beim Auge würde ich eigentlich was schwarz machen. Ich kann ja so ein bisschen genau, auslassen. Ein bisschen vom Auge freilassen. Genau. Okay. Alles klar. Oh, wie geil das deckt, ne? Ohne Scheiß. Ich hätte alles dafür gegeben, diese Farben schon an Halloween zu haben. Mhm. Weißt du, wie lange ich gebraucht habe, um mein Gesicht weiß zu kriegen? Das ist aber echt krass, das deckt echt wirklich mit einmal rüber. Also ich bin absolut kein Farbenexperte, Leute, ja, aber es sieht auf jeden Fall sehr impressive aus. Holt euch die Farben im pushshop.de, Leute. Yes. Ja, vielleicht malen wir uns jetzt erstmal dann das schwarze Auge. Dann nehmen wir das schwarz. Okay. Carina lässt immer sehr, sehr viel beim Auge frei. Vielleicht lässt Lara auch allgemein einfach sehr wenig. Sie hat fast gar nichts beim Auge freigelassen. Sie hat eigentlich gar nichts freigelassen. Würde ich... Dinge, die ich eigentlich erledigen muss. Würde und weg damit. Halt so ein... komplett schwarzes Auge machen, also bis zur Augenbraue, aber mit so einem leichten bösen Blick. Okay. Eigentlich müsste man mit dir mal hier den Song, du hast den ja eh schon gecovert, aber so ein richtig cooles Musikvideo zu machen. Mache ich ein Painting und nehme ein Kostüm, das wäre richtig cool. Das wäre echt geil eigentlich. Cool. Das müssen wir mal fürs nächste Jahr überlegen. Okay. Sieht das böse aus? Und dann würde ich geht besser, geht schlechter. Einen schwarzen Strich malen vom Mund. Sieht aber jetzt schon echt different aus. Ne, so den Grinsemund quasi. Also nur die Proportion sind halt ein bisschen anders. Aber ansonsten, so, ansonsten ist es gleich. Man könnte das auch so schattieren noch, ne? Ist echt nice. Könnte man, sie macht's einfach. Und dann würde ich, glaube ich, so ein Nasenloch an der Nasenspitze, so über dem eigentlichen Loch machen. So. So ein, weißt du, von oben nach unten. So ein Totenkopfloch. Was? Ja, so ein quasi von der Nasenspitze bis zum Flügel so ein bisschen runter. Ja. Genau. Und dann würde ich vielleicht jetzt mit Grau so ein bisschen Schattierungen machen zwischen den am Mund, so zwischen den Nähten, so ein bisschen. Dass es so ein bisschen schattiert ist, weißt du? Ja. Also. Genau. Das Fischkopf war mit dabei, ach so, ich war gerade voll verwirrt. Und jetzt würde ich so dazwischen, so mit diesem Grau, also das Grau so ein bisschen. Ey, aber bis jetzt halt nur die Proportionen passen nicht, aber sonst ist es gleich bis jetzt. Und dann so ein bisschen einfach so Schattierungen dazu. Und sonst ist es echt gut bis jetzt. Okay. Oh, gerne, wie das aussieht, was andere macht, wenn man mit der andere so gerade. Ey, doch, es geht aber bis jetzt. Das sieht gut aus. Gar nicht, was abgeht. Ja, weil bei mir sieht das definitiv nicht so aus, wie ich es eigentlich mir vorgestellt habe. Das ist natürlich sehr gut. Was mache ich denn da? Ich will das doch einfach wieder so gleichmäßig weiß haben, aber es geht irgendwie nicht gerade. Das einfachste Make-up. Ich finde es gar nicht schlecht, also wirklich. Also Leute, das ist jetzt mit das Beste, was wir hatten, finde ich. Was man machen kann. Ist auch recht simpel, geil. Muss man dazu auch sagen, ja. Sieht aus wie Kacke bei mir. Aber trotzdem. Ich bin schon stolz ein bisschen. Und jetzt, glaube ich, würde ich schon mal zur Sally-Seite rübergehen. Ja. Meine Hand sieht aus, ey.
voll bunt. Okay, und dafür würde ich mal, warte mal, was ist denn die beste Sally-Farbe? Ist es vielleicht das helle Türkis oder das andere Blau? Die beiden Farben hier, oder was? Ich würde das... Ja, ne? Ja, okay, okay, beide nimmt sie. Okay. Ja, doch, das, die Farbe ist gut, die Farbe ist gut. Das sieht gar nicht schlecht aus, glaube ich. Das deckt. Oh mein Gott, die Farben decken so gut. Was mit den Lippen? Hat die rote Lippen? Bleiben die Lippen ausgespart? Ich weiß gar nicht. Ich habe die, glaube ich, so eher naturfarben gemacht. Ja, auf jeden Fall erst einen Daumen hoch geben von der ersten. Man kann sie auch blau machen. Ich glaube, sie hat rote Lippen. Man kann sie auch blau machen. Man könnte in der Mitte natürlich wie so kleine Nähte machen, so als wären die Seiten aneinander genäht. Ja, das wollte ich schon machen! Also. Das heißt, langsam, also ich weiß nicht, ob Sascha die Videos langsam hier cuttet, okay, aber also die Übersteuerung ist auf jeden Fall da. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich glaube. Gut, lass mich überlegen, was wir zuerst machen. Sind aber gut geschnitten. Man muss sagen, die Videos sind wirklich gut geschnitten. Also Props an den Cutter. Ich glaube, Tom schneidet die. Ich bin mir aber nicht sicher. Also so kupferfarbene Augenbrauen machen oder blau? Ist beides schön. Ne? Aber wie hat sie das denn? Ich glaube, sie hat einfach nur einen schwarzen Strich oder so. Ich guck mal. Ah, Mann. Mein Handy erkennt mein Gesicht nicht mehr. Wirklich nicht. Das ist bei mir manchmal so, wenn ich meine Brille aufhab. Ganz struggelig, Leute. Okay, wir machen aber Augenbrauen. Ganz struggling. So, dann würde ich... Ich würde Lidschatten so ein bisschen machen, aber dann würde ich auch Lidschatten nehmen, glaube ich. Ja. So ein bisschen was Bläuliches, Metallic, Türkis gemischt. Ja. Oh, das sieht schon cool aus. Okay, und dann okay, quasi so das obere. Aber krass, Augenlid, wie anders das bei Carina aussieht. Oder ist es nur das Licht gerade, was darauf fällt? Und das würde ich unten aber auch nochmal machen. Könnte auch nur das Licht sein, ja, aber es sieht schon krass anders aus. Oder nur ja, so vielleicht bisschen. Ein bisschen viel, ja. Vielleicht ein bisschen viel. Ja, ich würde ein bisschen viel machen, weil ich dann noch... Ein bisschen viel vielleicht. Also so wirklich bis auf die Augenringe. Ja. Okay, oh, nicht ja. Nicht so doll, aber ein bisschen. Und jetzt würde ich mit Weiß so ein bisschen unter dem Auge so ein bisschen einen Strich machen. Weißt du? Also einfach unterm Auge so einen Augenschwung, so ein bisschen. Also da muss man einfach Carina Props geben, diese Schattierungen sind einfach Weltklasse irgendwie. Die Schattierungen machen so viel aus, das ist heftig. Wie ein Kajal unterm Auge, aber unteren Wimpernkranz so ein bisschen. Okay. Wimpernkranz, Leute, ich lerne ganz neue Fachbegriffe. Kommen da mit Weiß dann noch so kleine Wimpern dran? Stimmt, ne? Ne, das würde ich glaube ich nicht mit Weiß machen, das würde ich vielleicht mit einer anderen Farbe machen. Okay. Obwohl kann man auch mit Weiß machen, ne? Könnte auch cool aussehen, oder? Okay, das sieht irgendwie kacke aus. Das sieht so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. jetzt werde ich es ein bisschen verwischen. Ey, meine Finger sehen aus, ne? Und jetzt würde ich die Narben malen. Ich bin echt gespannt auf das Ergebnis. Und zwar mit das Endergebnis ist, glaube ich, echt Metallic Blau da, mit diesem Ziva-Schimmer. Knallhart. 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 Oder was ist denn das hier? Das ist auch krass, ne? Das ist so ein dunkleres Blau. Snow Patrol. Wo machen wir die Namen Snow hin? Patrol. Leute, die genau Namen sind bei einfach krass. Ja. Und genau, auch mit diesen... Ah, die Striche würde ich... Obwohl doch, die würde ich auch schon machen. Aber noch nicht. Wir machen erstmal das. Und dann, wenn du das hast, sag Bescheid. Achso, die Striche habe ich jetzt noch nicht. Nee. Nee. Nur den Strich, den Mundstrich, ne? Ja. Und jetzt kriegt sie einen Strich von der Stirn bis unter das Auge quasi. Also du fängst... Oben am Haaransatz. Ja. Und gehst so runter über die Augenbraue, aber eher so im linkeren Teil. Übers Auge, aber so eher so über den Lidstrich links. Ey, das und muss dann so noch mal unten sein, über die blind, Wangenknochen zu bis jetzt. Zum oberen Ohransatz. Was? Ich will nichts verstehen. Ich hätte nichts gemacht. Du fängst an. Ich hätte einfach nichts gemacht. Also so rüber, weißt du? Ist das alles eine einzige Narbe? Mhm. Geht so übers Auge. Oh Gott. Genau. Und jetzt... Das geht hast, aber, okay. Würde ich halt okay, ist aber Striche schon, malen. Ist schon aber so nicht ganz gerade immer rüber, sondern mal gerade, mal schief, mal ein X quasi. Achso, im Gesicht überall? Im ja, Gesicht über, den, einfach, über ja. der Narbe quasi. Ah, okay. Ja. Nur ja. über den Narbe, dass es so zusammengenäht aussieht. Okay, jetzt würde ich vielleicht so ein bisschen mit dem Lidschatten das so ein bisschen schattieren. Ja. Wie bei Jack drüben mit dem Grau. Hier so mit dem Blau so ein bisschen irgendwie. So ein bisschen die Narben lang gehen. Genau. Ey. Okay. Die Lippen werden noch rot, ne? Oder? Ja. Ja, okay, Leute, das ist schon ein krasser Unterschied. So... Aber vom Ding her ist es gleich, bloß die eine Seite ist vielleicht ein bisschen hochwertiger.
Ein bisschen. Ich will jetzt hier niemanden disrespekten oder so. Aber Karina sieht schon besser aus. Irgendwie. Kommt zum Schluss. Denn jetzt würde sind ich auch ihre Farben. Mit sind dem schmalen Farben. Pinsel richtig knallweiß nochmal die Nähte nachmalen. In der Mitte. Also quasi die Nähte, die jetzt hier über dem Mund sind und über dem Auge. Also das Auge hat ja einmal eine Trennlinie und der Mund hat links eine Trennlinie bei Sally, ne? Und dann haben wir so kleine Nähte drüber gemalt. Ja, und die mit weiß, und ne? Und die weiß quasi, dass es wie ein weißer Faden ist, der aber drumherum so blau ist. Also die gleich schon einfach nur mit weiß nachmalen. Achso, das ist ja krank. Richtig traurig. Genau, jetzt würde ich rote Lippen machen einfach. Voll schön, eine Lippenseite zu machen. Hattest du früher auch so kleine Emo-Spannen? Diese Jake und Sally Spannen. Ich? Ja. Was? Ich glaube, ich hatte Buttons. Ja, so Buttons. Buttons? Das war so, das ist so witzig. Wir haben nämlich hier für das Frozen 1 Video, ne? Das, was wir hier bei uns auf Rating haben. Rating gemacht, da wollten wir am Ende, haben wir dich nochmal erwähnt und gesagt, dass du den Song, den wir so als Hintergrund. Ach, du redest von Haarspangen gerade, oder? Ich war gerade so verwirrt, ich dachte, was für Spangen? Okay, ich glaube schon Haarspangen, oder? Der Grundmusik gemacht haben, gecovert hast. Und dann wollten wir ein Bild von dir einfügen und Tom hat dann so Lara Loft eingegeben, Fotos. Oh, und da kamen diese ganzen alten MySpace-Emo-Bilder. Echt? Ich kann das auch nicht mal erzählen, ey, oh Gott. Und da haben wir einfach festgestellt, dass wir beide früher genau gleich waren. Ja. Geil, ey. Ach, lol. Lol. Krass, Alter. Krass. Das ist schon krass. Mega immer noch so ein bisschen lustig. In der Zeile hängen geblieben. Voll geil. Richtig hängen geblieben. Aber auch diese Streifchen und so. Und ja. Genau gleich. Ich war aber auch recht schlimm. Also ich glaube, ich war auch wir sind recht fertig, schlimm. Oder? Eigentlich sind wir fertig, oder? Ja. Seid ihr ready? Wir sind ready. 3, 2, 1. Und go. Sieht ja voll gut aus. Oh, wie krass. Sieht ja echt beides gut aus, muss man sagen. Du passt voll gut mit deinen Haaren. Ja. Oh, du hast die Jack-Haare und ich bin die Sally-Haare. Stimmt. Das ist so, eigentlich, wir müssen mal ganz genau in die Kamera gucken, da kann ich so ein Splitscreen machen, so zwischen euch beiden. Das ist ja perfekt eigentlich. Krass. Voll aber gut, dann haben wir die perfekte Seite, ne? Hier so richtig ja, schön stimmt. Schwarz. Ja, das ist einfach perfektes Sally. Das sieht so cool aus. Das sieht echt cool wie aus. Wie du überall noch so Schattierungen gemacht hast und noch so, oh, voll cool. Jack und Sally, noch nie als Painting gehabt hier. Unfassbar, warum nicht? Aber ich finde das Halloween-Special. Ja, das stimmt. Und verfrühtes Christmas-Special. Hast du es ja? So eine Mischung aus beidem irgendwie. Christmas zusammen. Ne? This is Halloween. Das kriege ich auch noch. Wir müssen uns mal so jetzt angucken. Denn du bist. Muss ich mir mal angucken? Weil also, du bist Jay. Ja. Ich kenne dich nicht. Oh, ich kann auch noch Geißel. Denn du bist mein. Und ich auf ewig dein. Es musste einfach. Soll ich den Film sehen, Leute? Soll ich mir den Film ansehen? Diesen Jack and Sally Halloween Dings? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Soll ich mal das gucken? Ist das gut? Ah! Okay. Direkt Werbung weg. Oh mein Gott. Das ist schön. Ich bin toll. No. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war sehr gut. Wie gesagt, schaut auf jeden Fall bei Lara auf dem Kanal mal vorbei. Da haben wir nämlich diese Frozen-Königin. Genau. Vorbei. Ja. Was? Zum Thema Frozen. Das Ganze nur umgedreht gemacht. Genau. Hier war es halt irgendwie voll Christmas. Voll cool, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja. War echt gut, muss ich sagen. War echt gut, Freunde. Ich würde sagen, wir kommen zum gleichen großen Mini-Fazit zum Ende. Soll ich mir diesen Halloween-Film ansehen? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich kenne den halt, wie gesagt, nur von. Der wird oft auf T-Shirts gedruckt oder ich kenne auch diesen Totenkopf-Menschen, diesen Jack kenne ich. Der ist irgendwie ein bisschen bekannter, glaube ich. Ich weiß es nicht. Soll ich mir das ansehen, Leute? Wie hieß das? The Night Before Christmas oder so? Nee. The Night Before Halloween? Wie hieß das? Egal, soll ich mir das ansehen oder nicht? Dann würde ich es mir ansehen, okay? Gut, Freunde. Ansonsten, geht auf jeden Fall auf das originale Video. Lasst da einen Daumen nach oben da und sehr viel Liebe und Support. Bis dann, bleibt fresh, so wie immer natürlich. Und ciao.